Diese Verbindungen, ja, sind schon unglaublich. Ich werde dir das große Ganze zeigen. Ich werde dir genau erklären, welche Verbindungen Stellar bereits jetzt weltweit hat und warum Stellar in der Zukunft so eine große Rolle spielen wird. Ja, und dazu nehme ich dich mit auf meinen Monitor und zeige dir einfach mal die Verbindung. Okay, hier sehen wir jetzt meine Mindmap und ich fange einfach mal an. Ja, also, wir legen mal los. Stellar ist beim Weltwirtschaftsforum, dem sogenannten WEF, bereits mehrfach ja, in Erscheinung getreten. Und in meinem letzten Video hatte ich es ja schon erwähnt. Falls du mein letztes Video nicht gesehen hast, dann schau es dir auf jeden Fall an. Stellar wird im Crypto Report 2021 genannt. Ja. Und Stellar war auch beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Jahre 2022, also dieses Jahr, auch präsent. Ja. Und dass das alleine schon eine unglaublich krasse Aussagekraft hat, weil das Weltwirtschaftsforum nun mal der Ort ist, wo sich sämtliche Eliten treffen, wo Leute herkommen. Also man muss sich einfach nur damit befassen, was das Weltwirtschaftsforum ist und wer da alles so ist. Und vor allen Dingen auch diese Young Leadership-Geschichte, ja, also von so eine Art Ausbildungsprogramm vom Weltwirtschaftsforum. Und wenn man sich anschaut, wer da alles drin war und in welcher Position die später sind in der Politik oder auch was für Firmen genau diese Leute dann später aufbauen, dann ist das schon sehr, sehr faszinierend. Okay, aber gehen wir weiter. Stellar wird von der Weltbank erwähnt in einem Dokument. Ja, dem sogenannten, das Dokument hieß Central Bank Digital Currencies for Cross-Border Payment, a Review of Current Experiments and Ideas. Also die Weltbank ist auch wieder eine unglaublich mächtige Institution und die haben ein Dokument veröffentlicht und in diesem Dokument wird grundsätzlich halt über die Zahlung gesprochen und die ja, sogenannte Einführung von CBDCs, also Zentralbankwährungen und welche Technologien es da so gibt und welche Vor- und Nachteile die alle haben. Und letztlich läuft es so ein bisschen darauf hinaus, dass Stellar und XRP, also Ripple, da ganz klar als Sieger hervorgehen, wenn man sich dieses Dokument durchliest und ja, wegweisend sind. Ja, und wenn die Weltbank das in einem Dokument veröffentlicht, dann ist das nicht, ja, dann ist das nicht irgendein Klatschblatt, dann ist das wirklich sehr, sehr krass. Dann das IMF, also International Monetary Fund, ja, ist wieder eine Institution, die unglaublich mächtig ist in dieser Welt. Also alleine über diese einzelnen Institutionen könnte man ganze Videos drehen. Also das ist wirklich, man muss sich da einfach nur mal mit befassen, was für eine Macht diese Institutionen haben, welche Rolle die in der Welt spielen. Und die haben auch ein Dokument veröffentlicht, Blockchain-Konsensus, Mechanism, a Primer for Global Supervisors. In diesem Dokument wird auch wieder Stellar erwähnt und XRP. Ja, also auch hier wieder findet es Erwähnung. Und also die drei hier, wenn man diese Verbindungen, ja, sind schon unglaublich, unglaublich. Ja, dass so eine kleine, also so eine verhältnismäßig kleine Kryptowährung von diesen Organisation genannt wird, da, wenn man sich das bewusst macht, was das eigentlich bedeutet, dann heißt das, dass hier schon auf einem ganz hohen, großen, globalen Level wir mitten in der Umsetzung sind, ja, also dass es wirklich darum geht, ja, das Geldsystem, wie wir es kannten, halt umzustellen auf die Kryptographie, ja, also auf die Technologie, die letztendlich ja, die Kryptographie uns bringt. Und es soll halt wohl, so wie es aussieht, wirklich auf die Technologie von XRP und auch Stellar, also diese zwei scheinen wirklich eine sehr, sehr führende Rolle hier einzunehmen. Ja, aber gehen wir weiter. Stellar hat eine Kooperation mit MoneyGram,
Ja, MoneyGram ist einer der größten Anbieter, wenn es um internationale Überweisung geht. Also so wie Western Union, also da gibt es ja mal mehrere. Und Transferwise. Und MoneyGram ist einer der allergrößten. Und ja, und die wollen auch internationale Überweisungen über das Netzwerk von Stellar tätigen. Also auch eine gigantisch große ja, Kooperation. Stellar hat eine Kooperation mit IBM, die auch gemeinsam daran arbeiten, halt ein Zahlungssystem, im Prinzip den Zahlungsverkehr zu ermöglichen über das Netzwerk von Stellar. IBM ist auch gigantisch, wenn man sich einfach mal vor Augen führt. Also das ist halt kein kleiner Schuppen. Dann arbeitet Stellar in Brasilien auch daran, ja, die Zentralbankwährung auf die Beine zu stellen. Und das ist auch schon voll in der Mache. Und genau das Gleiche auch in der Ukraine arbeitet die Regierung mit Stellar zusammen. Ja, also da sind die Banken und die Regierung Hand in Hand mit Stellar dabei, eine ja, digitale Zentralbankwährung auf die Beine zu stellen. Stellar ist auch Mitglied oder Member auf ISO 222. Und das ist, also da werde ich auch mal ein Video zu machen, das ist super, super wichtig. Wenn es um, also man braucht diese Mitgliedschaft, also Mitgliedschaft, also man, es ist im Prinzip eine Standardisierung, ja, und ISO steht für Internationale Organisation für Standardisierung. Die sitzen in Genf in der Schweiz und letztendlich stellen die sicher, dass sämtliche Regularien erfüllt sind. Die haben wirklich einen Katalog an, ich glaube, es sind wirklich über 20.000 Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit letztendlich man diese Zertifizierung kriegt. Ja? Und nur dann kann man halt wirklich als Zahlungssystem im großen Stil eingesetzt werden. Und das hat Stellar. Ja, und das ist nur eine, also es gibt nur zwei Kryptowährungen aktuell, die diese ISO 20022 haben. Und das ist halt Stellar und XRP, also Ripple. So, und das ist halt richtig, richtig krass. Also sehr, sehr, sehr wichtig für die Zukunft, ja. Wenn das hier tatsächlich als Zahlungssystem genutzt werden soll. Und es sieht alles danach aus. Also alle Big Player sind dabei und es ist also schon sehr, sehr, sehr krass, was das eigentlich bedeutet. Ja. Die meisten, die in Krypto investieren, die gucken sich diese ganzen Zusammenhänge nicht an und ja, die schauen letztendlich, ich weiß nicht genau, was die sich anschauen. Also die gucken sich auf YouTube ein paar Videos an oder von irgendwelchen Leuten, die sagen, ey, das ist hier die super Technik und das wird alles revolutionieren, aber die gucken sich die nicht an, mit wem da zusammengearbeitet wird, weil letztendlich selbst wenn irgendeine Technologie besonders toll sein sollte und selbst wenn die revolutionär wäre, wenn sie nicht gewollt ist und ja, dann wird sie auch nicht umgesetzt. Ja? Und deshalb ist immer relevant, wer fördert das? Wer ist mit im Boot? Das ist eigentlich das Entscheidende, weil nur dann wird das im großen Stil letztendlich Adaption finden. Und ja, und das sieht hier alles sehr, sehr stark danach aus. So, aber gehen wir mal jetzt ein bisschen tiefer rein, gucken uns an, wer sind die Gründer von Stellar? So, die Gründer sind Jed McCaleb und David Matthiers. Weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Also zu David Matthiers habe ich nicht viel gefunden. Aber Jed McCaleb, das ist schon eine andere Geschichte. Ja. Er gilt als Philanthrop, denn er hatte mehrere Spenden gemacht. Und die eine Spende war tatsächlich an OpenAI und die andere war eine Spende an MIRI, Machine Intelligence Research Institute. Ja, und interessant ist halt auch, dass dieses OpenAI, dass der Gründer von OpenAI Elon Musk ist. So, okay, das ist halt wieder so eine kleine. Ist interessant, sagen wir es mal so. Ja, und es geht halt, der Jed McCaleb, der scheint halt auch voll in die Richtung der künstlichen Intelligenz und alles, was in diese Richtung geht, doch stärker involviert zu sein. Weil das sieht man halt anhand dieser Spenden, weil OpenAI und Machine Intelligence geht voll in Richtung KI und voll darum, wie kann man die kontrollieren, wie kann man da, also geht
absolut Richtung künstliche Intelligenz und diese ganze Entwicklung. Sehr, sehr interessant. Also geht halt wieder Richtung Transhumanismus. Also wenn man sich damit mal befasst, es scheint wirklich so, dass die Mächtigsten dieser Welt sich alle mit dem Thema Transhumanismus sehr stark befassen. Und ja, aber schauen wir weiter. Jed McCaleb war der CTO bei Ripple, also einer der Mitbegründer von Ripple, kann man sagen, und ist auch bei Forbes auf der Liste Platz 40 gelistet worden, also der 40 reichste Mensch der Welt. Ja, also ein Multimilliardär in einer Größenordnung, also unglaublich, unglaublich reicher Mensch. Das ist einer der Gründer, ja, der zwei. Und also da, das sehen wir, es ist so also jemand, der sehr, sehr viel Macht hat in dieser Welt. Ja, weil jemand, der so reich ist, der hat definitiv sehr viel Macht und hat halt auch entsprechende Verbindungen. Ja. Okay, gehen wir weiter. Zu den Directors. So, bei den Directors haben wir auch wieder sehr interessante Verbindungen. Wir haben den Ronaldo Lemus. Ronaldo Lemus ist ein Professor in Brasilien. Ja, Brasilien, genau. Und ich denke, das ist auch wieder die Verbindung zu den CBDC in Brasilien. Also ich denke, das ist kein Zufall, ja, dass ausgerechnet da die CBDCs gemacht werden und ausgerechnet der Ronaldo Lemos hier Director ist. Und Ronaldo Lemos, also Professor in einer Universität in Brasilien, ist auch im Young Global Leadership vom WEF gewesen in 2015. Ja, also wieder die Verbindung zum WEF. Also sehr, sehr interessant. Und ja, er setzt sich sehr stark für Redefreiheit und Privatsphäre im Internet ein. Das ist so sein Themengebiet. Und ist auch sehr präsent in den Medien. Also wird wirklich in renommierten Zeitschriften zitiert und ja, sehr, sehr renommiert auf jeden Fall. Gleichzeitig sitzt er auch im Oversight Board von Facebook. Das ist so eine Art Jury, also unabhängige Jury könnte man ja so bezeichnen, die Empfehlungen abgeben für Facebook, Instagram, was die Privacy Policies, also letztendlich die, ja, die Bestimmung, was man denn sagen darf bei Facebook und was man halt nicht sagen darf, was halt reguliert werden soll, was ja, also alles, was Richtung Redefreiheit und so geht. Da sitzt er halt in diesem Oversight Board und gibt Empfehlungen für Facebook und Instagram raus. Ja, und der ist ganz stark, also der Ronaldo Lemos ist sehr, sehr stark verflochten mit der Politik und der Regierung in Brasilien. Also wirklich sehr stark und es geht auch, er ist sehr stark involviert in der Digitalisierung ja, von Brasilien letztendlich. Da wirklich ganz, ganz viele Verbindungen, ganz viele Sachen, die er dort macht. Also man könnte ein ganzes Video nur über ihn machen, aber so tief möchte ich da jetzt auch nicht rein. Ja, dann haben wir hier bei den Directors noch die Lin Hua Wu. Da habe ich nicht ganz so viel gefunden, aber sie, nichtsdestotrotz ist es auch wieder ein ziemlich großer Fisch, muss man sagen. Sie ist halt Vizepräsident of Global Communication and Public Affairs bei Google, also einer sehr hohen Position bei Google. Und Google ist nun mal einer der größten Player dieser Welt. Also das ist einfach, ja, also auch sehr, sehr, sehr krasse Verbindung. Und die nächste Verbindung, also der nächste Director, und das ist wirklich auch wieder sehr, sehr interessant. Das ist Kate Raboua, also ich bin mir nicht sicher, wie man den Namen ausspricht. Und über ihn könnte man jetzt auch einiges sagen. Es ist Multimilliardär mit Sicherheit, also mit dem Vermögen, das ist immer so eine Sache, weil das findet man teilweise nicht. Und selbst wenn, dann nur weil jetzt offiziell jemand Millionär ist, heißt es nicht, dass er nicht sogar Multimilliardär ist. Also es gibt ja genug Methoden, wie ich jetzt, sage ich jetzt mal, mein Privatvermögen niedrig halte, obwohl ich eigentlich sehr viel wohlhabender bin über Stiftung und Co. Also ja, also das sagt ja nicht viel aus. Aber Kate Raworth wird mit absoluter Sicherheit Multimilliardär sein, denn er hat zu der PayPal-Mafia gehört, also er gehört zu der sogenannten PayPal-Mafia. Der PayPal-Mafia gehört auch wieder Elon Musk dazu. Das sind die
Das sind Mitarbeiter und Gründer von PayPal, die sehr, sehr viel Geld gemacht haben und die auch später involviert waren in zig ja, Tech-Unternehmen, die gigantisch geworden sind später. Also entweder als Investoren oder in führenden Positionen. Also diese PayPal-Mafia, ihr könnt es ja mal googeln oder du kannst es ja mal googeln. Schau es dir einfach mal an. Das ist sehr, sehr interessant, wer da alles involviert war und wo die überall mit drin sind. Also sie sind eigentlich in dieser ganzen Technologie, Digitalisierung, alles, was heutzutage so abgeht, punkto ja, sozialen Medien und Softwareunternehmen. Also die haben da sehr viel ihre Finger mit drin und sind sehr, sehr einflussreich und wohlhabend. Und der Caterer Bohr ist auf jeden Fall hier Director von Stellar auch wieder. Also es sind ja, sehr, sehr mächtige Leute mit sehr, sehr mächtigen Verbindungen. Okay, dann gehen wir weiter und gucken uns die Advisors an. So, die Advisors, also ein paar mehr. So, da haben wir einmal Greg Stein. Greg Stein ist jetzt, findet man nicht allzu viel zu. Nichtsdestotrotz ist er der Director of the Apache Software Foundation. Das ist auch, ja, gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Er hat gearbeitet bei Google, Microsoft und der Oracle Corporation. Das sind alles Giganten, ja, also Oracle Corporation kennt man jetzt vielleicht erstmal nicht so, aber ist auch gigantisch großes Tech-Unternehmen. Also wird er da auch dementsprechend Kontakte und Verbindungen haben, kann man stark von ausgehen. Dann haben wir Patrick Collison, Multimilliardär, CEO von Stripe, also auch wieder sehr, sehr mächtig, sehr, sehr große Verbindungen zu dem kompletten Tech-Bereich. Stripe ist gigantisch, das ist ja letztendlich ein Zahlungsanbieter im Internet, gigantisch groß. Wieder haben wir das Thema Zahlung. Ja, und worum geht es bei Stellar? Letztendlich geht es darum, ja, ein neues Zahlungssystem auf die Beine zu stellen. Dann haben wir Naval Ravikant, ist der CEO von AngelList. AngelList ist letztendlich ja, eine Plattform, wo sich Angel-Investoren letztendlich in Projekte investieren. Angel-Investoren sind ja immer Investoren, die sehr, sehr frühzeitig in Startups investieren. Also ist auch ja, letztendlich Venture-Kapital, kann man sagen. Also definitiv auch sehr, sehr große Verbindungen zu großen Investoren und, und. So, dann haben wir Sam Altman. Und das ist sehr interessant, weil Sam Altman ist wiederum der CEO von OpenAI und auch sehr, sehr, sehr wohlhabend. Also offiziell ist das ein Multimillionär, wurde aber auch schon in Forbes und diversen anderen Zeitschriften gekürt. Ja. Hier wurde er beim Forbes wurde er als Top-Investor unter 30 Jahren gekürt, 2015, mittlerweile ist er über 30. Aber also entweder er ist ein sehr, sehr krasser Multimillionär, also 200, 300 Millionen, oder vielleicht hat er noch viel mehr und ja, das sind halt die offiziellen Zahlen, wie auch immer. Aber er ist halt der CEO von OpenAI und der OpenAI ist letztendlich wieder ist ja, die Organisation, die Elon Musk halt auch mitgegründet hat und wo Jack McCallum auch investiert ist. Also auch wieder Richtung künstliche Intelligenz, Transhumanismus und so. Also sehr, sehr interessant wiederum die Verbindung. Dann haben wir hier als Advisor noch Matt Mullenweg. Das ist der Founder of WordPress. WordPress, ein Großteil aller Webseiten, die im Netz sind, laufen auf Basis von WordPress. Also es ist auch sehr, sehr krass. Das ist auch wieder eine sehr, also im Tech-Bereich eine sehr große Nummer. Und dann haben wir Bhagwan Chaudhary, Professor in der UCLA Anderson, das ist, glaube ich, in Kalifornien, eine Universität, müsste ich jetzt selber nochmal gucken, aber ich glaube, Kalifornien war es, also auf jeden Fall in Amerika. Ja, und das war es jetzt erstmal. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu langweilig für dich, aber letztlich diese ganzen krassen Verbindungen, ja, das große Ganze und das ist es, worauf es ankommt. Ja, wenn du in Stellar investierst oder in irgendein anderes Krypto-Projekt, dann ist das hier das Entscheidendste. Entscheidend ist, was sind die Verbindungen? Wer steht dahinter? Wer sind die Leute? Was haben die ja, was haben die für Kontakte? Wer sind die? Wie mächtig sind die? Und so weiter und so fort. Und wenn ich immer wieder feststelle hier,
Wenn die mächtigsten Institutionen hier mit involviert sind, mit an Bord sind, wenn solche mächtigen Leute überall mit involviert sind, wenn immer wieder die gleichen Kontakte miteinander sich verknüpfen, im Prinzip die, man merkt, also eigentlich die Reichsten der Reichsten hier irgendwo alle sich miteinander verbunden sind und alle irgendwo kennen, ja, und treffen hier bei einem Weltwirtschaftsforum und. Und gleichzeitig hier auch schon die Umsetzung startet mit den Zentralbankwährungen in der Ukraine und in Brasilien, dann weiß man doch, wo die Richtung hingeht. Ja, und wenn dann noch die Weltbank und der Internationale Monetary Fund, wenn die dann auch noch berichten und letztendlich sich positiv aussprechen für Stellar, dann ist eigentlich ziemlich sicher, dass Stellar in der Zukunft eine sehr, sehr große Rolle spielen wird und ja, mit Sicherheit ein sehr, sehr lukratives Investment sein wird. Und genau aus diesem Grund ist Stellar in meinem Portfolio, hat es auf jeden Fall eine größere Position. Und ja, das war's zu dem Video, zu meiner Recherche. Und sag mir gerne in den Kommentaren, was du davon hältst. Und wenn du mehr so eine Inhalte sehen willst, abonniere mich und lass ein Like da. Und bis zum nächsten Video.